der Gewinner, der das Treffen mit mir gewonnen hat, damit wir das schnell eben abarbeiten können? Mhm. Weil ich muss weiter. Ja, ja, ja. Okay. Darf ich dir einmal die Hand schütteln, André? André, guten Tag. Ja, ja. Nice to meet you. Hallo, hallo. Hi Lars. Ich darf auch dabei sein. Ja, 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 wir haben Meet and Greet gewonnen mit dir, André. Ja, diesmal nicht in München hier freisaufen und so, ne? Müsste ja alles jetzt schon sein. Wie geht's dir so? Anstrengend, anstrengend. Bist du bereit für den BFF-Tag mit Krömer? Ich hoffe, ne? Man erfährt ja mal wieder nichts. Aber das ist doch der Sinn der Sache, sonst wäre es ja langweilig. Ja, aber ich bin das gewohnt und du weißt, ein Promi kann mit jeder Situation um. Hast du meine Brille? Steht dir richtig, André, meine Brille. Wer das ein Fettfinger? Du für Christus, Alter. Leg die jetzt sofort wieder ja, rein. Ja, ich hab sie gefunden. Ich dachte, wäre ein geiles Gimmick ja zum Ausstieg. Ja, ja, hast du. Wir werden jetzt die erste Challenge hier machen. Und es ist ja immer so, wenn wir BFF-Tag machen, das heißt den Best Friends Forever-Tag, dann machen wir immer Challenges für André. Ich habe es diesmal ein bisschen besser gemacht, weil ich habe gedacht, wir machen heute nicht nur viele Challenges, sondern, also eine ist natürlich eine Pape-Quälen-Challenge immer dabei, die kommt auf jeden Fall. Aber wir machen heute auch eine Koop-Challenge und die erste Challenge, die wir machen, ist die Instagram-Challenge. Okay. Also, folgende Challenge jetzt. Also, Papa und ich müssen von dem anderen ein Foto machen. Aha. Wir stellen das, damit es gerecht ist, die Idee war von Lasi. Wir stellen beides auf meinen Instagram-Account und die Likes entscheiden, wer diese Challenge gewinnt. Papas Challenge, das ist ja im Prinzip ein Papas Challenge, er muss also mehr Likes für sein Foto bekommen. Was also, ich von dir schieße. Genau, das heißt, das Foto, also derjenige, der das Foto schießt, der, also wenn ich jetzt hier geil Dings mache und meine Hackfresse kriegt mehr Volt, der hat Papa gewonnen. Weil Papa das Foto gemacht hat. Also der das Foto gemacht hat, der darf den anderen fernsteuern, was er machen soll. Und der gewinnt diese Challenge. Ja, das ist doch nicht Boyband, Alter. Das ist wirklich Osborne, ey. Lass mal jedes so, pass auf. Also okay. Ich mach den ersten Shot. Ich möchte, dass du hier so ganz nah so dran bist so, und dann so einfach so, ja, du spickst so durch von unten. Und ich werde dann so mehrere Perspektiven machen. Und also spick mal hier so, stell dich mal hin. Spick mal. Ich stelle mich neben Lasi und mache einfach das heftigste Foto. Weißt du, ist die Cap so in Ordnung? Muss ich? Nein, also ohne Cap will ich also keiner sehen. Das ist, ja. Ich habe nämlich keine gemachten Haare. Ja. Also ich soll jetzt hier in die Hocke gehen. Ja, geh in die Hocke und guck so ein bisschen durch das Korn durch. Ja, sehr gut. André, guck mal, guck, mach deinen Kopf bitte ein bisschen höher. Ja, so. Ich bin fertig. Weißt du, ein richtiger Champion, schaut mal, ein richtiger Champion, der braucht nicht lange. Seht ihr das? Das ist doch ein mega Foto. Wenn der Bauer kommt. Geh da jetzt rein. Das ist meine Fotoidee. Kann ich mit unseren toten Meere drin. So, das reicht schon. Jetzt gehst du in die Hocke auf. Ja, und jetzt mache ich einen und Kack auf. Und machst so ein bisschen so. Du klaust meine Idee, André. Das nein, ist meine Idee. Du sollst so wie so ein Erdmännchen, okay, was so ein bisschen so. Nee, hoch muss die Hände. So die oben drüber? Ich mach doch hier nicht den Osterhasen, Alter. Pass auf. Ja, das ist schon zu gleich. Ja, hallo, kannst du bitte ordentlich? So, ich veröffentliche mein Foto jetzt. Ihr Lieben, wir werden am Ende des Tages werden wir abstimmen, also werden wir abrechnen. Das heißt, ja, wenn ihr den Blog seht, ist es eh schon gelaufen, aber ich stelle die Sachen jetzt auf Instagram. André, jetzt haben wir die nächste Challenge. Lass ich komm mal mit. Das ist ein schönes Tor, was ich für meinen Sohn gekauft habe. Ja, wir haben hiermit angefangen. Das war das Anfangstor und ich sage euch, was der mit 2,5 schon drauf hat, fußballtechnisch, ist krass. Und das Tor war bei Aldi im Angebot für 30 Euro. Das finde ich einfach so ein großes Tor, eigentlich relativ fair. Das Problem an der Sache ist, das Netz einzuhängen. Ganz ehrlich, ich habe gestern diverse Wutanfälle gehabt. Das alleine ist schon mal die totale Krux. André wird gleich auch kotzen. Also es ist eine Koop-Challenge, André, get to force of Koop. Aua. Und dann, während ich das aufgebaut habe, hat dann mein kleiner Sohn, der da mithelfen wollte, hat immer an den Netz gezogen. Da kriegst du schon Aggro. Und dann ist da so eine Schnur dabei, mit dem du das Netz so einweben sollst. Dann hat mein Sohn diese Schnur genommen und hat sie einfach oben auf die Hecke geschmissen. Beim ersten Mal ist das daneben gegangen, dann habe ich ihn angeschnauzt, hat er das Ding wieder genommen und hat es dann nochmal drauf geworfen. Da habe ich eine halbe Stunde gebraucht, das von oben aus der Hecke, André lacht, rauszukriegen. Und ich war so aggro und mein Sohn hat auch gemerkt, der war dann ganz nett auf einmal. Der wollte auf einmal in den Arm genommen werden. Gut, er hat eine Backpfeife gekriegt. So, André, das heißt, unsere Challenge ist jetzt, und stell dir das nicht leicht vor, das Netz hier einzudingst, damit Leo richtig geile Tore schießen kann. Und darauf basierend habe ich noch eine zweite Challenge. Da kann man nämlich eine Torwand einhängen. Und wenn wir das Netz drin haben, hängen wir die Torwand auf. Und dann werden André und ich Torwand schießen. Nicht zusammen, gegeneinander. Das sind zwei verschiedene Challenges. André, warum? Nee, ja, so jetzt schon mal nicht. Das habe ich jetzt aber nicht gedacht. So.
Das ist Mitte hin, das sehe ich so. Ja, ja, das ist, wie du es, pass auf, das, damit sollst du das festmachen. Guck mal, das ist so bescheuert. Also, pass auf. Ich Wo sind ja, diese Klettdinger? Ja, zeige ich dir gleich alles. Aber pass auf, ich grundsätzlich, ja, nee, du kannst das eben nicht. Das ist halt total dumm. So, und damit hängt es schon. Doch. Und fertig. So, und jetzt machen wir es fest. Und ja, nee, Andreas, es reicht aber nicht. Ja, weil wir jetzt einmal oben fertig festmachen müssen. Wir brauchen eigentlich noch Leute, die oben festhalten. Das ist niemand zu zweit, reicht das. Aber pass auf. Ja, ich gib mal jetzt das Klettern. Ich mach. Okay, ich halte hier fest. Manchmal denke ich, André denkt, er ist eine gute Fee. Er ist wie in meinem Hörspiel, Leo der kleine Löwe, falls ihr es noch nicht gemacht habt, hört unbedingt rein, ist er die freche Fee. Warum? Serafina Schabernack. So heißt sie? Ja, die hast du etwa mein Hörspiel nicht gehört, André? Das ist eine Unverschämtheit. Doch, doch. Serafina Schabernack. Ich teile das auch immer, Adi. Ich teile das doch auch immer. Eine Sache muss ich schon mal sagen, ja? Also ich bin ja nun wirklich nicht kamerageil, ne? Aber André hat sich verändert in den letzten Jahren. Früher war er mal cool. So, ihr Lieben, ich glaube, ich würde ja die Lorbeeren dafür gerne mir zuschreiben, aber das hat alles André gemacht. Ich habe gerade ein bisschen Instagram gemacht und dies, das. André hat das hingekriegt. Ich weiß auch nicht wie, der scheint da wirklich Erfahrung gehabt zu haben. Das ist gut, glaube ich. Hast du überall auch unten. Mach den Manuel Griffe Gedächtnistest. Was ist hier? Wieso ist hier nichts? Warum? Warum brauchst du nicht, brauchst du nicht, sagst du, ja? André, wir sind ja, aber ein bisschen kritisch, ne? Kurz. Nimmst du einen Ball durch. Du bist einfach Aldi-tauglich, glaube ich. Ich möchte dir danken, André. Nee, hast du am Arsch. Hey! So, ihr Lieben, jetzt kommt, jetzt, also, muss man Papa auf jeden Fall eine Challenge gewonnen. Instagram bin ich immer noch vorne, ungefähr die doppelten Stimmen zurecht. Na, weil ich einfach der wesentlich bessere Fotograf bin. Das heißt, es wäre jetzt ein 1:1. Und André, du weißt, was da liegt? Die Torwand. Klar. Tja, die müssen wir jetzt auch aufbauen. Beziehungsweise eigentlich du, weil du kannst es gut. So, pass auf, guck. Verlieren. Ja. Du fängst an. Ja, ich möchte das nicht auf der Seite markiert haben. Also nicht in den schönen Rasen. Ja, ist doch nicht. Ist nicht. Hier ist hässlich. Ist das schief, das Tor? Ah, du bist schief. Nee, dann nur die Torwand ist schief, weil du einfach nicht gerade gucken kannst. Okay. Ja, was machst du, André? Also, ich wiederhole nochmal. Rechts unten 25, links unten 25, Mitte 10, oben 50. Beide. Oben links, rechts 50. Bin immer gespannt. André, willst du dich noch mehr Anlauf nehmen vielleicht? Möchte kurz noch jemand was sagen, oder? Ich bin ein bisschen überrascht, der kann eigentlich sonst nichts. Ich habe den in der Fußball-AG erlebt. Ich gehe sicher. 10. Irgendwie ist das leichter, als ich gedacht habe. Ich muss vielleicht auch mal auf den Winkel zielen. André hat 100 Punkte schon. Ich kann doch nicht gegen Papa verlieren, Alter. Was ist denn jetzt los? Kannst du überhaupt noch aufholen? Ja, ja, klar. Ich komme jetzt, aber ich muss ihn auch da jetzt reinhauen. Hilft ja nichts. Aber die Frage ist, ja, ich glaube mehr. Ich würde auch nochmal sicher gehen. Ja! Okay, warum habe ich die Kleine? Das war ganz schön klar. Okay. Ich habe bisher in jeder sportlichen Challenge gegen André gewonnen. Immer was, alles, was wir gemacht haben. Vom Minigolf über Halma. Ich kann nicht verlieren heute, es geht nicht. Ja! Ja, du holst die. Ladidadida. War nett mit dir, danke. Ersten, 110 ja. zu 100, danke. Ein extra daneben geschossen. Ach so. Habt ihr gesehen? Hast du meinen Knaller drauf gehabt? Genau, einen Knick, danke. Ja! André, sehe ich das richtig, dass du noch einen Schuss hast und wenn ich jetzt oben reinmache, habe ich gewonnen, weil habe ich mich 60 Punkte Vorsprung. Ja. Ich kann mit Druck eigentlich nicht so gut umgehen. Ich kann einfach im Sport nicht verlieren. Scheiße. André, ich hab dich trotzdem lieb. Echt, ja. Gut. Aber es war fair. Es war fair. Ja. Auf deinem Rasen hast du gewonnen. Ich hätte immer nur die Mitte geschossen, weil ich gedacht habe, dass da oben ist auf Dauer viel zu schwer. Aber dadurch, dass es nachgibt, eine richtige Torwand, ist schwieriger. Das ist halt so plastisch, das gibt nach und da geht auch ein Schuss ja vielleicht mal nicht so hundertprozentig. Ihr Lieben, ich gewinne so gerne gegen André, das macht so Spaß. Okay, ihr Lieben, nach diesem famosen Sieg von mir, gebe ich André Pape noch die Chance, den Ausgleich zu machen?
Obwohl, Instagram könnte ja theoretisch noch kippen. Wenn Instagram kippt, würdest du zwar eins führen. Ja, stimmt. Was ich nicht glaube, weil mein Foto viel geiler ist. Und zwar habe ich eine, ja, ich finde so ein BFF-Tag muss auch ein bisschen Papa-Quälen sein. Es gibt Traditionen, die darf man einfach nicht brechen. Weißt du, auch wenn es ein bisschen ungerecht ist, weil du ja immer, früher auch so der Just Network-Praktiker immer Scheiße machen musstest. Ja. Ich habe eine Überraschung für dich. Eine schlimme Überraschung, aber das gehört dazu. So, du ich esse kein Katzenfutter. Hasenfutter. Sowas anderes, sowas würde ich nie tun. Doch, das, Hasenfutter habe ich bei dir schon gegessen. Das stimmt aber nicht. Ihr Lieben, ich hole mal eben ich hole mal eben Andres Arbeitsgerät jetzt. Aber du guckst nicht so. Ey, ich hasse Vertikulieren und so, ne? Nein, Mann. Schlimmer. Muss ich so machen und Augen zu? Mach ruhig. Das ist der größte Dildo der Nation. Wenn du mir jetzt deinen Arsch in die... Nein, ich wasche nichts. Hast du eine Ahnung, was es ist, André? Okay. Ist das nicht hier irgend so eine Filtermatte? Nein. Hey. Was ist das? Hast du eine Ahnung? Man nennt das Vlies. Oh, was muss ich fließen? Du musst nichts fließen, André, pass auf. Siehst du diese wunderschöne Terrasse? Und das Problem ist, die muss man alle paar Jahre muss man die ein bisschen reinigen. Und wir haben die jetzt abgekerchert. Wir müssen sie jetzt ein bisschen abschleifen. Und dann muss ich mit Öl drüber malen. Und deine Aufgabe ist jetzt, du ist nicht intensiv, es ist extra ganz dünn. Du musst nur quasi die Splitter abschleifen. Das heißt, du schleifst jetzt meine Terrasse. Welcome to Jackass. Ich fluse. Also André, ich sag's nochmal. Also wenn man kerchert, dann zieht das Holz an Wasser, das ist halt spezielles Holz. Und dann entstehen so Splitter und Sachen, die so abstehen. Und damit, das ist extra ein ganz, also das Vlies ist halt so eine ganz dünne Form von Abschleifen. Und du nimmst im Prinzip, siehst du das? Du siehst doch den Unterschied schon. Guck mal, siehst du das Holz und das Holz? Siehst du das? Ja. Das hier ist rau und hat Splitter. Du bist, stell dir vor, es ist eine heiße Lady und du streichelst hier halt einfach. Streichelst. André, kannst du bitte auch immer eine Terrasse zu bumsen? Das ist ja unverständlich. Eine heiße Lady. Ja, genau. Aber du machst das hervorragend, André. Genau so musst du das machen. Ja. Siehst du, es wird ein bisschen heller. Oi. Und das machst du jetzt noch mit dem ganzen Rest. La-di-da-di-da. It's a motherfucking D-O-double-G. Snoop Dogg. So, André. Wie lange hast du jetzt gebraucht? Stunde? Ja. Ja. Ja, ungefähr, ne? Aber ich habe Kilo verbrannt. Glashaus und so. Ich finde, du hast es gut gemacht, André. Teilweise ein bisschen schlampig, aber zum Glück stand Lars und ich mit der Peitsche dahinter. Du schwitzt auch ein bisschen, ne? Es ist auch anstrengend. Also für Lasi und mich war das jetzt ganz nett. Aber halt die Sonne in Hamburg ballert. Ja. Sagt man. Das so. Einzige, was in Hamburg ballert, ist die Sonne. Ihr Lieben, ich würde sagen, wir sind jetzt fertig. Ich würde das gelten lassen als Punkt für dich. Danke. Weil das ist echt in Ordnung. Da kann ich echt morgen schön mit dem, da gibt es so eine spezielle Öllasur, die du da drüber machst, damit die das dann voll saugt. Und ja. Damit auch das, du hast es für Leo gemacht, siehst mal so. Weil der Leo da drüber läuft, der hatte letztes Mal, ist ja drüber, hatte so einen mega Splitter im Fuß. Aber es ist ein geiles Gefühl, Splitter zu ziehen. Auch für ein Kind, das muss ich. Ja, aber für denjenigen, der gezogen wird, nicht so. Leo fand das nicht so lustig. Wir waren extra beim Kinderarzt, der hat die rausgezogen. Das war richtig scheiße. Von daher hast du gerade was für Leo getan. Ja, das habe ich auch für Leo gemacht. Onkel André. Ja, das wird auch noch rechtzeitig lernen. Ja. Ihr Lieben, ich würde sagen, wir machen mal Schluss für heute. Was heißt also, Schluss für heute nicht, weil ich bringe euch beide noch zum Zug. Das ist so toll. Das nehmen wir auch noch mit. Dann machen wir wieder hier so Wind of Change Musik oder Careless Whisper. Ja. Das heißt, ich würde sagen, ich habe gerade aufs Handy geguckt, ich bin uneinholbar vorne, glaube ich, in der Instagram-Chat. Soll ich einmal kurz, ich habe es bei mir. Guck. Also ich rechne jetzt mit einem 2-2 heute. Krömer hat Torwandschießen gewonnen und Instagram-Challenge und Papa hat, was nicht gedacht hätte, dass das Netz richtig eingewebt und hier hervorragend abgeschliffen mit dem Vlies. Also ich habe 29 Likes und du führst mit 58. Ja, ich meine, ich habe halt ein Auge für Fotos, das muss man einfach sagen. Ja, aber du musst auch mal einfach. Ist doch auch. Okay. Du bist eigentlich immer der Sympathie hat. Eigentlich, wenn sie für mich gestimmt, dann muss das Foto einfach besser sein. Weil aus Sympathie stimmt keiner für mich. Ja. Mach's gut, treuer Freund. André, mach's gut, ne? Komm gut nach Hause. Das war wie immer eine Freude. Oh, da haben wir schöne Nackenklatsche. Schöne Nackenklatsche. Komm doch gut nach Hause. Ja, danke. Vielen Dank für Speisen, Frank. Ja. Das wissen wir immer. Wir waren gerade noch lecker essen, ihr Lieben. Es war super geil. Ich bin total überfressen. Und an solchen Tagen merken wir, was wir anderen haben. Nämlich ein paar Man-Boobs. Ich hab keine. Nein. So. Das kommt bald wieder ab. Ich will gleich wieder Sport. Ja, so kannst du jetzt zwischen schneller in 10 Minuten mal zugehen. Okay, André, geh doch einfach. Ja, weil mit dir will man. Im August machen wir ein Revival und damit Wakeboard fahren, Alter. Was ist los? So, ich fahre dann, ne? Mach's gut, André. Ja,
Autowaschanlage, ne? Nächstes Mal, wenn ich hier bin. Da ist dein Auto. Ich wollte jetzt so in den Sonnenuntergang gehen. Ja, unangenehm, lass mich doch nicht filmen. Unangenehm, wenn da dein Auto steht. So, ich grüße heute den, der den dritten Kommentar verfasst. Abbruch, Abbruch. Nein, der, den, den, den dritten Kommentar verfasst, den grüße ich heute ganz besonders. Ja, ciao. Ciao, ciao. Wenn du weiblich bist, ruf mich an. Mach Druck in den Scheiß.